Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen im Königreich England und gegen diesen Mann geht es gerade, den König von Alba. Kaum hatten wir zwei Heiratsbündnisse mit zwei seiner Herzöge geschlossen, haben die tatsächlich dieses mächtige Bündnis direkt ausgenutzt, um einen Krieg zu beginnen gegen die Tyrannei dieses Mannes. Er hat einem unserer Bündnispartner eine Grafschaft abgenommen. Das tatsächlich erfolgreich, wie es aussieht. Dennoch hat der das nicht auf sich sitzen lassen und will jetzt seinen König hier absetzen. Was dann im Grunde ihm selbst zugute käme, denn er ist aktuell noch hier der Haupterbe. Und da sein Sohn auch verlobt ist mit unserer Tochter, ist das jetzt ein doppelter Grund für unseren König, sich dort auch zu engagieren. Wir sind hier gerade auf dem Weg und suchen eine weitere Schlacht, während wir hier die nächste Burg bald erfolgreich belagert haben. Um zwei Dinge muss sich unser König vorher noch kümmern. Es gibt hier einige Artefakte. Hier gibt es einen Streitkolben, den er der ehemaligen Königin von Wales abgenommen hat. Oh, der ehemaligen. Schaut mal. Das ist natürlich interessant. Sie ist jetzt gestorben. Und damit ist der Bündnis oder der Erbfall natürlich eingetreten, wie ich euch das in der letzten Folge gezeigt habe. Und sie hat das jetzt hier geerbt. Ja, und unser König ist jetzt kein wirklich guter Diplomat. Aber immerhin sind dadurch auch die Ländereien hier eingegliedert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ihr dieses Artefakt vielleicht dann doch auch übergeben wird, hier diesen Streitkolben. Dann muss sie ihn eben reparieren. Unser König hat ihn jetzt nicht repariert, er hat da nicht besonders besondere Verbindung dazu gehabt, aber naja, der hat ihrer Mutter gehört und kann er ihr das, glaube ich, abgeben. Er hat sicherlich nichts gegen sie. Dann haben wir noch hier das Fell eines Rothirschen. Das müsste jetzt nochmal repariert werden für Neuschmieden. Okay, klingt ein bisschen komisch bei dem Fell. Also das muss nochmal wieder ordentlich durchgebürstet werden. Eigentlich wollen wir es reparieren. Ja, okay. Ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass das dann ein Podestgegenstand wird. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Und es gibt hier noch dieses Schwert von König Alfred. Das ist natürlich ein besonderes Artefakt, das muss selbstverständlich auch repariert werden. Okay, dann können wir uns hier wieder widmen. Die Belagerung haben wir jetzt hier erfolgreich beendet, damit sind wir auch schon bei 96%. Wir ziehen hier trotzdem nochmal zur nächsten Burg und ja, sie marschieren jetzt hier zurück, versuchen aufs Wasser zu fliehen. Ja, und wie es aussieht, sind sie da auch erfolgreich. Also unser König hatte sich dagegen entschieden, hier diese Meerenge zu überqueren. Wollte den Weg von hier gehen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah gut, wir können trotzdem mal auf sie zumarschieren und gucken, was noch passiert. Aber das werden wir nicht schaffen. Gut, dann ziehen wir uns hier zurück in die belagerten oder besetzten Gebiete. Und werden wir schauen, wo sie hinsegeln. Aha, sie gehen hier. Oh, nicht schlecht. Sie gehen hier an Land, um unsere Belagerer zu Schlacht in 8 Tagen. Okay, wenn sie stehen bleiben. Der Gegner ist kürzlich verschifft. Ah, schwierig. Da haben sie uns ein bisschen ausmanövriert. Da können wir jetzt nur versuchen, möglichst schnell. Ja, plus 6. Ja, ich denke, wir werden rechtzeitig dabei sein. Ja, aber es wird knapp, das wird knapp. Oh, nee, war es schon die Niederlage? Wenn, dann ganz, ganz knapp. Auf jeden Fall ist dieser Krieg jetzt auch beendet. Oh, und unser anderer Sohn, Prinz Habeth,
der momentan etwas kränklich ist. Aber er hat auch schon gelinderte Krankheitssymptome, das ist sehr gut. Und er möchte, dass seine Schwester zu ihm reist. Jetzt, wo er krank ist, nee, tut mir leid, da muss dann natürlich abgelehnt werden. Nicht, dass sich sie hier noch ansteckt. So, dann beende mal deinen Krieg. Das ist jetzt der Fall, wunderbar. Er wird abgesetzt, ist tatsächlich ein Niemand. Ein 54-jähriger, herpesgeplagter, liederlicher Niemand. Wir können die Armee auflösen und schauen dann mal auf das Königreich. Und tatsächlich ist Lecht Nene, würde man so aussprechen, jetzt der neue König. Haupterbe aber tatsächlich momentan sein Bruder. Ja, denn das ist tatsächlich ein Punkt. Das ist hier in Alba eben noch das skandinavische oder das Wahlrecht, die Wahlnachfolge gibt mit der Skandinavierwahl. Von daher ist gar nicht gesagt, dass sein Sohn hier König werden wird, aber er ist auch noch sehr jung, 3 Jahre. Mal schauen, wie sich das dann weiter entwickeln wird. So, wir schauen einmal kurz auf unseren Rat. Er ist weiter dabei, die Leibgarde anzuleiten. Dann haben wir hier noch. Ja, dieser Krieg ist jetzt vorbei. Dann kann er den Kerker verlassen, dieser alte Mann. Neue Mode am Hof einführen. Naja, Hof halten oder ein großes Festmahl veranstalten. Ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber Hof halten, das ist etwas, was unser König jetzt, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt ist, er sicherlich mal wieder machen kann. So, und sein Großvater unter anderem meldet sich und der Herzog von Mercia. Ich erkenne die nächsten Bittsteller sofort. Es sind Herzog Hendrik der Normandie und Herzog Skuli von Mercia, die für ihre starke Rivalität bekannt sind. Ist das so? Ja, tatsächlich. Mein Fürst, beginnt Herzog Hendrik, wir müssen euch mitteilen, dass viele mit den derzeitigen Steuergesetzen höchst unzufrieden sind. Sie finden sie ungerecht. Hendrik und Skuli, die hier geeint auftreten, zeigen mir, dass das Problem ernst sein muss. Naja, wenn die Rivalen gemeinsam auftreten. Ich bin mir sicher, wenn ihr es aus einem anderen Blickwinkel seht, es ist eine Diplomatie-Herausforderung. Okay, wir könnten sie davon überzeugen, die Sache fallen zu lassen. Skuli, nicht ich bin euer Feind. Okay, wir können versuchen, sie gegeneinander auszuspielen. Diplomatie-Herausforderung. Ist unser Großvater so schlecht? Nein, er ist ja auch unser Ratskanzler. Okay. Ich meine aber, wenn unser Ratskanzler. Also 83% Wahrscheinlichkeit, dass unser König erfolgreich sein wird, wenn sein Ratskanzler auf ihn zukommt und sagt, die Steuern werden als unfair wahrgenommen. Gott, wir könnten sie versuchen einzuschüchtern. Ich bin einverstanden, ich werde die Steuern senken. Reduziert die Domänensteuern. Ja, schwierig. Also, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen unlogisch, dass unser König hier mit seiner schlechten Diplomatie dann tatsächlich in der Lage sein wird, seinen Ratskanzler zu überzeugen, ja genau, Ratskanzler, auch wenn er nicht der Ratsverwalter ist, ja. Also ich kann mir fast vorstellen, dadurch, dass er so ein schlechter Diplomat ist, aber eben eigentlich ein sehr guter, ja, sehr guter Kämpfer, gerade aus dem Krieg zurückkommt, dass er hier mal diese eher rhetorische Frage stellt, ob die beiden denn ihre Worte mit Stahl untermauern möchten. Und ihr seht hier schon, das werden die definitiv nicht wollen. Ja. Die hölzerne Diplomatie unseres Königs. Die beiden knicken vor ihm ein, wie es aussieht.
Erfolgreich hat er sie eingeschüchtert. So, und wer meldet sich hier? Zwei Höflinge. Meine Höflinge Ostashir trifft ein, in Ketten gelegt und herangeführt von einem meiner Wachen. Ich habe Ostashir dabei erwischt, wie sie heikles Wissen an fremdländische Spione in Al-Andalus geschickt hat. Was sollen wir mit ihr machen? Er ist wandernd. Sie ist das. Ich habe andere Pläne mit euch. Sie wird eingekerkert. An unsere Tante nach Al-Andalus. Verrate mich nicht wieder, nein. Also das passt nicht zu unserem König. Da ich denke, wer sowas tut, ich meine, das ist Hochverrat. Leute, das ist Hochverrat. Tyrannei hin oder her, Hochverrat am König persönlich, an einem rachsüchtigen König. Tja. Ab mit ihrem Kopf. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von einem mächtigen Held der Bauernschaft gehört, der die Herzen des einfachen Volkes durch unglaubliche Taten und unvergleichbare Tapferkeit gewonnen hat. Dieser Held, der auf dem Namen Eltun hört, hat das niedere Volk von den andalusischen Räubern verteidigt und ist nun den ganzen Weg nach Winchester gereist, um eine Audienz bei mir zu erhalten. Es besteht kein Zweifel, dass Eltun ein großer Held ist, doch besteht mein Hof darauf, dass ich ein Gemein nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Er ist immerhin aus dem Haus. Ein ganz hervorragender Kämpfer. Jeder Ritter verliert Meinung. Ja, unser König ist da eigenwillig. Ein wahrer Held verdient eine Position, die seinen Fähigkeiten würdig ist. Er hält die Grafschaft von Tui. Träger, der Prinz von Galizien. Das ist der Sohn hier des zweiten Mannes unserer Frau. Bohumil, wenn ihr euch erinnert. Ihr sollt als der Held geehrt werden, der ihr seid. Er bekommt den Spitznamen der Furchtlose. Ihr seid ein unverschämter Bauer, nichts weiter. Boah, 300 Gold ist eine ganz schöne Menge. Ja, aber das ist doch ein guter Mann. Also er muss sich auf jeden Fall nochmal bei uns am Hofe beweisen. Aber auf jeden Fall wird er erstmal hier mit einem Platz im Haushalt belohnt. Und ja, ich denke darüber hinaus schauen wir doch gleich mal auf die Hofämter und auf unsere beiden Leibwächter. 12er-Kämpfer, 17er-Kämpfer. Ja, er ist sowieso eher ein Verwalter. Dann wird es hier mal einen Austausch geben. 200 Prestige. Das ist unserem König ziemlich egal. Sehr, sehr gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch einen guten Mann hier an unserer Seite. Und dieser alte Herr ist aus dem Kerker entlassen. Der Herzog Ermengar lädt uns ein. Ja, der ist ja ein Mächtiger und er ist tatsächlich derjenige, der hier, naja, mittlerweile ist auch er dagegen, Herzog Skuli. Da haben wir ihn ja doch letztens erfolgreich eingeschüchtert.
Aber auf jeden Fall ist er einer, der hier diesem neuen Gesetz im Weg steht. Von daher denke ich, spricht nichts dagegen, dass unser König sich hier mal auf den Weg macht. Es gibt, auch wenn man das vielleicht nicht erwartet hätte, offensichtlich eine herzliche Begrüßung. Unser König freut sich darauf, wir werden sehen. Gibt es einen Bauernaufstand? Und hier gibt es einen Befreiungskrieg. Oh. Im Herzogtum sage ich schon, im Königreich Irland gegen Herzog oder den König Flightgooth aus dem Hause Wessex. Puh, das könnte aber eng werden. Ja, das sieht eher schlecht aus. Hat er noch Verbündete? Ja. Er hat hier noch mächtige Verbündete, die wird er aber auch brauchen, glaube ich. Unsere Frau vermittelt hier beim König von Aquitanien. Hat sie ihm auch näher gebracht, weshalb die Exkommunizierung unrechtmäßig war. Und es geht, wie viele Leute wollen eigentlich mit unserem König befreundet sein? Ein Franzose aus Neuenburg. Da hat unser König keinerlei Verbindung irgendwie. Er hat ja jetzt seine Armee hier gerade aufgelöst. Wie das richtig gesehen? Ist unser König schon von dem Festmahl zurück? Mehr ist nicht passiert. König von Sizilien wird angegriffen. Es gibt einen Ratschlag, währenddessen ist ein weiterer Keep gebaut. Ich höre nicht zum ersten Mal von den großartigen Leistungen von Cuthbert und jetzt hat Herzog Wisrit ihn mir an meinen Hof geschickt. Er stellt sich vor als Zeichen der Freundschaft. Okay, ein scharfsinniger Intellektueller, auch ein großartiger Kämpfer. Zurückschicken? Nein. Wir heißen ihn an unserem Hof willkommen. So, hier wird jetzt gesegelt. Die Verbündeten machen sich auf den Weg. Und der Herzog von Milsenia bringt Geschenke und legt sein Eid ab. Sehr gut. Und die üblichen Schwüre werden gehalten. So, hier wird schon gekämpft, erfolglos. Unser Ratsmitglied ist jetzt gestorben. Ja, jetzt wird hier einfach noch erfolgreich gekämpft werden. Unsere Ratsspitzelin, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Wer kann damit jetzt betraut werden? Es gibt hier den jungen Herzog von Strathclyde. Einen Mächtigen, der sich hier eignet. Nee, haben wir nicht. Wie, was ist denn mit ihr? Sie sollte doch hingerichtet werden. Ja, jetzt ist das Einkerkern Tyrannei. Sie ist ja noch bei uns am Hof. Nee, sie wird dann wenigstens weggeschickt werden. Die wollen wir nicht mehr haben und ihr Mann war ja unser Leibwächter. Ihr Mann war unser Leibwächter und sie hat hier Geheimnisse an unsere Tante erzählt. Die werden weggeschickt und zwar ganz weit weg. So, also es wird zwischen diesen beiden fallen. Er ist kumbrisch. Zweitausend Mann, ja, 3500 Mann. Ja, wäre natürlich jetzt nach all der Zeit durchaus mal eine Möglichkeit, hier einen aus dem fernen Süden sozusagen
ja, zu binden. Aber dieser ehrgeizige junge Mann, den an uns zu binden, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, und ich glaube, das ist immer noch naheliegender. Wir werden ihn hier zuweisen und er soll natürlich dann jetzt Komplotte stören, unterstützen muss er nicht. Da gibt es, glaube ich, momentan nichts, was es zu unterstützen gilt. So, jetzt haben sie hier diese Schlacht tatsächlich. Es gibt Bajro, tschechische Kultur und auch in Santiago ist der Keep gebaut. So, unser Sohn lernt Vulgärdeutsch. Das ist schon mal sehr gut. Damit spricht er immerhin zwei Sprachen. Und es gibt hier Blut im Schnee. Es kommt aus dem Nichts und erwischt mich voll an der Schläfe. Ich sehe das Geschoss nicht einmal kommen, weshalb von einem Ausweichen keine Rede sein kann. Und für einen Augenblick gerate ich ins Straucheln, weil ich nichts mehr sehe. Ein helles, spöttisches Gekicher erklingt hinter mir und ich wirble herum. Ethelhild steht aus ihrem Versteck auf, den nächsten Schneeball schon in ihren kleinen, fiesen Händen. Und sie verliert hier tatsächlich Meinung von uns, weil wir rachsüchtig sind. Oh nein, ihr habt mich erwischt. Guter Wurf, kleiner Schuft. Rachsüchtig der vierjährigen Tochter gegenüber. Also entweder sie ist enttäuscht, wenn wir sie schlagen, oder sie bringt uns tatsächlich eine Niederlage bei. In beiden Fällen verliert sie Meinung. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, jetzt so beschäftigt, dass er sie hier ablehnt, glaube ich eher nicht. Aber naja, dann wird die Kleine hier mal ordentlich eingeseift werden. Also kann ich ihn mir dann doch vorstellen, dass er, obwohl sie hier ein kleines Kind ist, dass er das nicht wird auf sich sitzen lassen wollen und dass er dann am Ende des Tages, naja, vielleicht so ein bisschen über die Stränge schlägt und ihr hier mal zeigt, wo Red Wolf den Most holt. Aber sie bringt uns eine Niederlage bei. Oh mein Gott. Währenddessen ist unsere Frau wieder schwanger. Und es meldet sich unser Verbündeter, der jetzt versucht hat, die Sprache zu erlernen. Und er beginnt seinen Brief mit an den kaltherzigen König Red Wolf. Naja. Ich habe die englische Sprache viele Monde lang studiert und diesen Brief persönlich in der englischen Schrift verfasst und euch gewidmet. Ein Freundschaftsbrief von jemandem, der auch Nordisch spricht. Ich wünsche mir, dass unsere zukünftigen diplomatischen Beziehungen für uns beide von großem Nutzen sein werden. Ja, es gibt jetzt, glaube ich, keinen Grund, sich über ihn lustig zu machen. Wir werden da mal freundlich antworten. Und entsenden die Grüße. So, hier sind einige Kriege beendet. Das war der in Aquitanien. Und das war ein Religionskrieg. Ach, hier. Okay. Oh. Er hat jetzt hier diese Ländereien erobert. Naja, und er ist hier ein mächtiger aschariitischer, also auch ein muslimischer Herrscher. Tahartit heißt sein Großemirat. Und das hat hier jetzt Grenzen zu uns. Sind diese drei Ländereien hier. Ist er denn mächtig? Naja, 10.000 Mann. Brennende Rivalität, ja, noch mit unserer Schwester, ihr erinnert euch. Die Funken des Lagerfeuers treiben zusammen mit dem Rauch
Nochmal, die Funken des Lagerfeuers treiben zusammen mit dem Rauch träge in den Nachthimmel. Doch ich kann es nicht so genießen, wie ich es für gewöhnlich tun würde. Meine Schwester Christina steht triumphierend vor dem Feuer und fordert mich auf, näher zu kommen. In ihrer Hand befindet sich eines meiner eigenen Artefakte, das Speer der walisischen Kultur. Kampfgeschick plus 5, das ist aber nicht das, was er nutzt, oder? Doch, tatsächlich. Dass mir von dieser Schlange gestohlen wurde. Kein Schritt näher, Redwolf, ruft sie herüber. Ich werfe dieses kostbare Artefakt ins Feuer, wenn ihr auch nur ein Muskel rührt. Christina, brüll ich, gebt mir zurück, was mir gehört, und wir werden keine weiteren Scherereien miteinander haben. Christina grinst nur und hält mein Besitz dichter an die Flammen. Verbrennt es halt, Küchenjunge. Ist auch schön, seine Schwester als Küchenjunge zu beleidigen. Und sie wird Eigentümer und es kommt zu einem Duell. Ja, das passt eher zu unserem König, sie herauszufordern. Aber das Artefakt erstmal haben wir verloren und tatsächlich spitzt sich diese Rivalität mit unserer Schwester so weit zusammen. Jetzt trägt er keine Waffe, dann muss er natürlich hier das Schwert von Alfred dann nutzen, das ist ja wohl klar. Ja, und tatsächlich spitzt sich diese Rivalität jetzt so weit zusammen, dass die beiden in einem Duell gegenübertreten. Zu Beginn des Kampfes umkreisen Christina und ich uns einige Momente eher gemächlich, wobei jeder eine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich schwinge mein Schwert, bereit, mich zu verteidigen, während sie ihr Schwert fest in der Hand hält. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechts an, als Christina kontert mit einem heftigen Hakel von schnellen Schritten, wobei sie mich wiederholt fast durchbohrt. Stärkere Frauen als ihr seid beim Durchbruch meiner Deckung gestorben. Ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Schwert umgehe. Oder mehr habt ihr nicht zu bieten. Ihr könnt mich ja nicht einmal treffen. Ja, ich denke, da wird unser König gekonnt und elegant eine Abfolge gut parierter Schläge ausführen. Erstmal zeigen zu Beginn dieses Duells, was er denn aufzuweisen hat. Mein Schwert wirbelt wie fließendes Wasser um Christine herum und jeder Schlag verkettet sich mit dem nächsten, was zu einer Reihe von perfekt abgepassten Angriffen führt. Christina rächt sich mit einer geschmeidigen Reihe von schnellen Schritten und mächtigen Hieben, wobei mich jeder Schlag ein wenig mehr zurückdrängt. Ja, da wird, ich denke, ungeduldig wie unser König ist, der direkte nächste Gegenschlag ausgeführt. Ich stürze mich in den Kampf, lasse schnelle Schritte auf mein Gegenüber einprasseln und werfe mich heftig gegen die Deckung von Christina und zermürbe sie mit jedem meiner perfekt abgepassten Angriffe. Christina geht in eine defensive Haltung über, wobei ihr Schwert eine fast undurchdringliche Mauer aus perfekten Paraden zwischen mir und sie bildet. Sie ist aber auch keine schlechte Kämpferin. Mein Gegenüber wehrt meine Attacken nach wie vor gut ab, doch es wirkt wie kurz vor dem Scheitern. Ihr meint, ihr könnt jemanden so Berühmtes wie mich schlagen? Nein, unser König ist weiter ungeduldig und vielleicht mittlerweile auch aufgebracht. Ich denke, er wird weiter auf seine Schwester hier losgehen. Ich denke, dass auch seine Rachsucht hier irgendwo von ihm jetzt Besitz ergriffen hat. Seine Rachsucht und seine Ungeduld. Ich stürze mich in den Kampf, lasse schnelle Schritte auf mein Gegenüber einprasseln, werfe mich heftig gegen die Deckung. Das haben wir. Es dauert nicht lange, bis ich spüre, dass ich müde werde. Okay. Ich habe mein Gegenüber in die Bredouille gebracht, muss meinen Sieg aber nach wie vor gut vorbereiten. Finte und Stich. Nach einer Finte nach links mit eurer Hauptwaffe steckt ihr links mit einem Dolch
in eurer anderen Hand zu. Ja, vielleicht recht eigenwillig im Duell, aber es passt ja zu unserem König. Und damit hat er dann auch den Sieg von sich getragen. Ich mache eine fast erbärmlich aussehende Finte mit meinem Hauptschwert. Es ist bereits zu spät, als mein Gegenüber den verborgenen Dolch in meiner anderen Hand entdeckt, der mir den mit dem Knauf voran in ihrem Gesicht landet. Der Schlag trifft Christina hart und geht so tief, dass ich schwören könnte, das Knacken eines Knochen gespürt zu haben. Sie taumelt nach hinten. Als das Schwert aus ihrer Hand fällt, stottert Christina schließlich ein leises Ich gebe auf, ohne dass ich noch etwas tun muss. Ich bin siegreich. Aber wo es Rauch gibt. Christina versucht, nach unserem Duell wieder auf die Füße zu kommen, sichtlich ramponiert und voller Prellung. Ihre Augen brennen, so hell wie das Feuer, neben dem sie steht, als sie sieht, wie ich mir mein Artefakt unter den Arm klemme. Als unsere Gefolgschaft aus einiger Entfernung schließlich zurückkommt, verstummt ihr Gespräch langsam, als sie uns beide einander gegenübersehen. Einer siegreich, der andere bezwungen. Ich blicke auf mein Artefakt, dann zurück zu der Frau, die Leib und Leben riskiert hat, um es zu verbrennen. Soll euch eine Lektion sein oder behaltet es, möge es euch immer an diese Nacht erinnern. Ja, nee, es soll ihr eine Lektion sein, das ist ja wohl klar. Jetzt haben wir das Speer auch wieder. Ja, aber auf der anderen Seite, er hat jetzt erfolgreich gekämpft mit dem Schwert von König Alfred. Und vielleicht trägt er die Waffe einfach weiter. Oh mein Gott, ja, und da, so hat sich die... Sie ist jetzt auch noch hier verwundet. So hat sich diese Rivalität mit der Schwester zugespitzt. Aber unser König konnte hier erfolgreich sein. Wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.